Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben mal wieder den Pile of Shame rausgepackt oder beziehungsweise einzelne Boxen aus den Regalen gerissen, den Staub entfernt und das Spiel gespielt. Und ja, heute mit dabei ist der Tobi und der Felix. Hallo ihr beiden. Hallo. Grüße. Und ich bin der Daniel, wie immer. Und ja, wir haben wieder alte Spiele rausgeholt oder auch neuere Spiele, auf jeden Fall unbespielte Spiele bisher. Und falls ihr das Format hier noch nie gehört habt, wir sprechen hier eben über Brettspiele, die länger im Schrank lagen, und dann sprechen wir darüber, warum die länger im Schrank lagen und warum wir die ehemals gekauft haben. Das ist ja meistens widersprüchlich, weil meistens hat man ja einen guten Grund, ein Spiel zu kaufen. Und auch heute werden wir dies wieder uns mal anschauen. Aber vorweg haben wir ja immer unser kleinen Wettbewerb, dass wir miteinander mutmaßen, in welcher Disziplin unser Spiel exzellent ist und herausstechend ist und die anderen beiden Spiele schlägt. Also ich kann sagen, ich behaupte mal das Spiel mit dem wenigsten Spielmaterial. Okay, also das ist interessant. Ich gehe mal heute ein bisschen Risiko ein und ich behaupte, von uns dreien habe ich heute das einzige Spiel von zwei bekannten Autoren als Kooperation. Okay. Das kann durchaus sein. Ich sag, meins ist das einzige Spiel, was auf einem anderen Medium basiert. Auf einem anderen Medium basiert, okay. Also, ich habe auch ein Spiel, das von zwei Autoren ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die so bekannt sind. Das ist vielleicht Auslegungssache. mir geht schon die Pumpe. Das werden wir dann hinterher aufklären. Okay. Also Felix ist dann der Judge. Welche Autoren sind bekannter? Genau. So machen wir das. Das ist der Vorteil zu dritt. Ja. Gut, und bei dir, Felix, dann denke ich mal, das handelt sich wahrscheinlich dann um Videospielumsetzung. Tatsächlich nicht. Ah, spannend. Na gut, dann wollen wir jetzt hier weiter die Spannung aufbauen. Und wer von euch beiden hat denn Lust, mal loszulegen und zu erzählen, wann er das Spiel gekauft hat und warum er es gekauft hat? Okay, na, also dann fange ich mal an. Ich habe mein Spiel vor gar nicht mal allzu langer Zeit gekauft. Es war ein Black Friday vor einem Jahr. Also es lag ganz weit oben auf meinem Pile of Shame. Ich habe nur sehr lang darum um das Spiel herumschlawenzelt, weil es zum einen, der erste Tipp, nicht sonderlich günstig war lange Zeit. Es gibt es immer noch im Retail und wie gesagt von zwei bekannten Autoren. Klingelt da schon ansatzweise was bei euch? Naja, teuer und zwei Autoren, auch wenn sie bekannt sind, ist jetzt noch nicht so viel sagen, dass ich da was sagen zu können. Kann ja sein, dass, ja. Ich habe zuerst an Eclipse gedacht. Also, da ist noch kein Treffer dabei. Okay, also dann mache ich mal weiter. Mein Gott, bin ich prima vorbereitet. Also, es ist ein Dungeon Crawler von zwei Autoren, die nicht unbedingt dafür bekannt sind, Dungeon Crawler zu machen. Ui. Also da jetzt Dungeon Crawler nicht gerade unbedingt mein Genre ist, was ich so besonders viel spiele oder wo ich mich super auskenne. Dungeon Crawler. Ich möchte eigentlich diesen Hinweis gar nicht geben, weil sonst komme ich mit Felix ins Gehege. Ich könnte nämlich auch sagen, es basiert auf einem Medium. es basiert lose auf einer Buchvorlage, ist aber eher wirklich sehr, sehr lose. Es ist mehr so das Setting. Es ist ein Cthulhu-Setting. Also basiert auf den Büchern von H.P. Lovecraft. Also sehr, sehr vage, ja. Cthulhu Death May Die? Jawohl, genau. Ah. Von Rob W. und Eric M. Lang, den beiden Autoren. Und Hintergrund war der, ich habe mir von Eric M. Lang immer mehr Spiele zugelegt oder gespielt und fing irgendwann mal mit Blood Rage an, dann hatte ich mir Kickstarter von Ankh geholt und dann dachte ich mir, naja, also ich habe mir damals den Kickstarter zu Cthulhu Death May Die nicht gegönnt,
und habe dann aber im Nachhinein gehört, und das ist, glaube ich, auch eine gute Empfehlung, wenn man da mal hört, Kickstarter sind erfolgreich, dann kommen die nämlich auch irgendwann in Retail. Und meistens sind Stretch Goals oder Erweiterungen irgendwann auch erhältlich. Also in diesem Fall war es zumindest so. Das ist von Come On, Come Merely or Not. Und ja, ist ein Dungeon Crawler fast im klassischsten Sinne im Cthulhu-Setting. Wir sind Ermittler und springen aber direkt in das große Finale eines Cthulhu-Settings ein. Also bei diesen ganzen Cthulhu-Spielen, ihr beide kennt es ja wahrscheinlich, geht es letzten Endes dann am Schluss immer darum, der große Alte erwacht, ein unaussprechbares Böse, und wir möchten verhindern, dass die Welt verzehrt und was auch immer mit uns allen macht. Und wir werden immer wahnsinniger, und so ist es auch hier. Und die Grundprämisse aber bei Cthulhu Death May Die ist, dass man einzelne Episoden hat, die man zusammenwürfeln kann. Und das Grundspiel, das ich mir geholt hatte, das hat zwei große Alte, also klassischen Cthulhu, sonst wäre es ein bisschen schwach, wenn das Spiel Cthulhu Death May Die heißt und da ist kein Cthulhu mit drin. Wenn es das nur als Erweiterung gäbe. Ne? Es gibt tatsächlich eine Erweiterung. Ich weiß nicht, das müsste, glaube ich, auch ein Cthulhu sein. Der ist dann aber, ich glaube, 60 Zentimeter hoch und hat, glaube ich, $200 gekostet. Und ist dann quasi ein eigenes Brett zum Spiel. Also alle möglichen Figuren wandern dann auf diese riesen Miniatur umher. Aber ich glaube, da hätte man nochmal $100 extra allein an Farbe verwenden müssen. Also in dem Fall hat man also hier bei Cthulhu Death May Die 2 große Alte, man möchte verhindern, dass die auf die Welt kommen und uns verzehren. Und dann gibt es 6 verschiedene Episoden, also quasi Hintergrundgeschichten. Und die kann man dann wild mit diesen großen Alten kombinieren und hat dann quasi ein eigenes Setting. Und was man dann prinzipiell in diesem Dungeon Crawler macht, ist eigentlich Standardkost. Also man hat so Standardaktionen wie, ich bewege mich jetzt ein paar Schritte, ich greife an, ich interagiere mit Gegenständen. Also so weit, so Standard. Was es aber hier besonders macht, ist, dass jeder asymmetrische Charaktere hat und die haben eine Wahnsinnsleiste. Gibt's auch bei vielen anderen Cthulhu-Spielen. Also Arkham Horror oder Eldritch Horror. Aber hier ist es so, dass die Wahnsinnsleiste quasi auch gleichzeitig eine Fertigkeitsleiste ist. Wenn ich also ein gewisses Wahnsinnslevel erreicht habe, schalte ich eine meiner teilweise asymmetrischen Fertigkeiten frei und werde also quasi auch immer stärker. Und da die Balance zu finden, wie wahnsinnig werde ich und riskiere dann vielleicht auch vielleicht einen schnelleren Tod durch Wahnsinn. Und wie stark wird mein Charakter? Das ist super spannend. Und ich habe bisher eine Partie gespielt und ich habe auch schon gehört, dass es einen sehr großen Klimax immer aufbaut bisher. Und das war tatsächlich in meiner Partie auch so. Es war am Anfang sehr gemächlich und man hat sich dann ein bisschen Zeit gelassen und hat sich gedacht, ja, ein bisschen Wahnsinn, das kann ich doch noch aushalten. Die Leiste ist ja recht lang. Und zum Ende hin, wenn Cthulhu auf dem Brett steht, wird nur noch geknüppelt und man denkt sich, wie kann man das noch schaffen? Einer nach dem anderen segnet das Zeitliche. Und es war tatsächlich in unserer Partie so, mit dem letzten Würfelwurf hat die einzige überlebende Person das Spiel noch gedreht und gewonnen. Ja, und es war also nicht so viel Downtime, dass wir jetzt alle quasi nur noch zugeguckt haben und einer hat es eine halbe Stunde alleine gespielt, sondern da ging es dann nur noch um 5 Minuten. Ich muss das noch verifizieren, dass es in der zweiten oder dritten Partie mit anderen Episoden genauso ist, aber also so mit Also so ein spannender Spielablauf, ohne dass man sich jetzt mit einem Kampagnen- oder Szenarienspiel, in dem Fall ist es ja ein Szenarienspiel, aber dass man sich jetzt nicht in eine lange Kampagne irgendwie investiert, das hatte ich schon lange nicht mehr gehabt und ich bin da schon gespannt, wie die weiteren Episoden sind. Spoiler, ich habe mir dann schon die Season 2 geholt, die gab es nämlich auch noch im Retail. Und kleinere weitere Boxen, dass man einfach noch mehr große Alte hat. Also ich bin da wirklich fasziniert. Hat das jemand von euch beiden schon gespielt? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass solche Spiele in der Regel nicht ganz so mein Ding sind. Und deswegen habe ich es einfach nicht ausprobiert. Zumal auch Cthulhu ist jetzt für mich jetzt als Thema auch nicht so
super spannend. Ich weiß, da gibt es ganz viele da draußen, die lieben das. Und gerade Brettspiele sind ja, ich glaube, gerade im Brettspielgenre ist ja das so groß geworden auch nochmal wieder. Ja, deswegen, also an mir ist es vorbeigegangen. Ich habe es wahrgenommen. Wir hatten, glaube ich, auch mal eine Rezension dazu geschrieben, weil wir da, glaube ich, ein Exemplar von bekommen haben. Aber ja, ist jetzt, es wurde auch damals gut bewertet. Und ich habe jetzt auch gesehen, bei BoardGameGeek gibt es ja schon über 12.000 Bewertungen. Es hat eine Bewertung von 8,2. Also du bist da nicht ganz alleine mit der Schilderung, dass es dir gut gefällt. Nee, bist du wirklich nicht. Ich habe es nämlich schon gespielt. Und, und auch nicht nur einmal, sondern schon mehrfach. Ich glaube, wir haben die ersten drei. Ich glaube, es heißt, heißt das Missionen? Nee, ne? So, Episoden, ja. Episoden. Mhm. Ersten drei Episoden haben wir schon gespielt. Und der Kollege, der es hat, hat sich auch schon die Season 2 gekauft. Also der hat auch schon gesagt, wir machen da auf jeden Fall weiter. Und ja, mir macht das auch Spaß. Also das ist wirklich so ein Spiel, so ein kooperatives Spiel, wo man echt jeder was Eigenes trotzdem macht. Ich habe auch bisher jedes Mal einen anderen Charakter gespielt und hat sich auch immer anders angefühlt. Also das ist natürlich auch was Positives, was man im Spiel sagen kann. Da sind auch teilweise so unfassbar hohle Situationen entstanden. Also einer von uns hat einen Charakter gespielt namens Rasputin. Der hat halt einfach die Fähigkeit, wenn der seine ganzen Gesundheitspunkte abgibt, dann steht er einfach nochmal auf. Also er hat quasi eine doppelte Gesundheitsleiste, kann einmal umsonst sterben. Und jeder Charakter bekommt, das ist fast auch schon typisch für solche Cthulhu-Spiele, auch noch so eine Art Paranoia, eine Schwäche zufällig zugelost. Und er hatte eine Paranoia, dass er ohnmächtig werden kann nach seinem Zug. Das heißt, er, derjenige, der am meisten Leben hat, ist immer irgendwo reingerannt, hat alle Monster zu sich gezogen, hat dann vielleicht noch ein bisschen Schaden gemacht und hat dann einmal hier so die Hand gegen die Stirn gereckt, oh, ich werde schwach, legt sich auf den Boden und kann dann von allen möglichen Monstern nicht mehr angegriffen werden. Und das fand ich so faszinierend, dass man tatsächlich, also es sind Paranoia, sie wirken zunächst erstmal wie Schwächen, aber wenn man sie richtig spielt, kann man sie tatsächlich auch wie eine zusätzliche Fähigkeit oder Stärke ausspielen. In der Situation, das war einfach so absurd, hat uns aber hier und da tatsächlich auch den Allerwertesten gerettet. Und da muss ich dich, Felix, mal fragen, habt ihr auch verschiedene große Alte dann mal ausprobiert und spielen die sich untereinander, also verschieden, ohne dass wir jetzt allzu sehr ins Spoiler gehen? Ja, also ich finde schon, dass die, also wir hatten beide ausprobiert, sind ja zwei dabei. Eigentlich, oder? Im Grundspiel sind zwei, ja. Im Grundspiel sind zwei dabei. Die haben wir beide auch schon gemacht. Und die fühlen sich schon anders an. Also, die Vorgehensweise ist einfach ein bisschen anders. Und denen ihre Angriffe sind vor allen Dingen anders. Aber, ansonsten fühlt sich das schon sehr ähnlich an, sozusagen, zu dem, was man vorher gemacht hat. Es ist jetzt nicht so, dass man eine ganz andere Taktik am Ende braucht, aber, sind andere Angriffe, die einen da erwischen und die kann man auch böse erwischen. Ja, da freue ich mich dann schon drauf. Also das ist wirklich so ein Spiel, das kriegt man, wenn die Leute es kennen, so in 60 bis 90 Minuten kann man das durchspielen, man bringt es zum Spielerabend oder zum Spieletreff mit und die Regeln sind so einfach, dass man das auch mal so als Filler fast mit reinbringen kann. Der Aufbau hier und da ist ein bisschen aufwendiger als jetzt vielleicht so ein kleines Cascadia oder so, aber das ist erstaunlich, also ein Kickstarter als Dungeon Crawler, dass ich irgendwo als Filler mitbringen würde, das habe ich bisher nicht in meiner Sammlung. Also wird auch noch bleiben und mal schauen, was dann die weiteren Szenarien oder Episoden dann noch bringen. Und es ist vor allen Dingen einer der wenigen, die ich mit 5 Spielern sogar gespielt habe und sich trotzdem nicht zu lang angefühlt hat am Ende. Das ist immer, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, also aus meiner Wahrnehmung raus ist das oft so, dass da die Bereitschaft, ein Spiel zu spielen, oft dran scheitert, wenn es zu lang ist. Da muss man es halt schon richtig mögen oder Bock drauf haben. Und man sagt, ja, das ist wirklich in 90 bis 120 Minuten durchgespielt, auch mit 5 Personen. Das ist natürlich fantastisch dann. Ja, ja. Und Daniel, weil du vorhin meintest, also Cthulhu interessiert dich auch so vom Thema nicht. Ich hatte tatsächlich auch so eine Phase. Ich habe mal eine Zeit lang Arkham Horror gespielt und dann Arkham Horror das Living Card Game auch gespielt und war da so ein bisschen investiert und irgendwann war bei mir einfach die Luft raus und ich konnte das Thema einfach nicht mehr sehen. Und das war, glaube ich, auch genau die Zeit, als dann da dieses Kickstarter-Projekt online war und dann ging das erstmal so an mir vorbei und erst dann, es musste wie guter Wein reifen und die entsprechenden Rezensionen haben mich dann doch noch ein bisschen
bekehrt. Zumindest, dass ich zu so einem leichteren Cthulhu-Game wieder zurückkomme. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder ein bisschen was Anspruchsvolleres. Ja, ja. Ja, so Phasen kenne ich. Ich hatte das jetzt letztes Jahr, genau, da habe ich das Spiel Dredge auf dem PC halt rauf und runter gespielt, viele Stunden. Da geht es ja auch um das Cthulhu-Setting. Da fährt man mit einem Fischerboot über die Meere und wenn man dann nachts aktiv ist, dann sieht man auf einmal komische Viecher auf dem Wasser, Lichter, hat also eine leichte unheimliche Atmosphäre und manchmal wird man sogar angegriffen auf einigen Inseln und so. Da fand ich das Setting tatsächlich auch schön, also hat Spaß gemacht, da hat es mich dann nicht abgeschreckt. Ja. Na schön, also wir halten fest, Rob W. und Eric M. Lang. Es wird wollen wir direkt dran vorbeizukommen? Ah, okay, gut. Ich möchte den Autoren, die mein Spiel gemacht haben, ja nichts. Ne? Die sind halt jemand aus meiner Wahrnehmung Personen, die das erste Mal ein Spiel rausgebracht haben. Also. Natürlich kann man gegen so Legenden ja nicht antreten. Ja, ja, also die, genau, also die beiden, ich bewerte das jetzt einfach mal an der Anzahl an Spielen, die in den Top 100 der Boardgame Geek Rankingliste haben und das sind dann schon noch ein paar dabei, die beiden dann vereinzelt zumindest haben, ja. Ja, definitiv. Also den Punkt kannst du dir einplanen. Dein Tipp hat schon mal gestimmt. Gut. Ja, ja. Mit wem machen wir denn dann jetzt weiter? Ich würde sagen, mit Felix, oder? Ja, gerne. Ich versuche auch mal Tipps zu geben, ohne so richtig gleich zu verraten, worum es geht. Erstmal sagst du vielleicht uns noch, warum du das Spiel irgendwann mal haben wolltest, genau, was dich interessiert hat und wie lange es ungefähr schon bei dir verstaubt ist. Zu lange auf jeden Fall. Also es ist ein Spiel, was auf einem Film basiert und auf einem Buch, das kann ich schon mal verraten. Okay. Und ich hatte den damals gesehen und fand den ganz interessant, auch wenn das Ende mich damals ziemlich enttäuscht hat. Deswegen habe ich dann das Hörbuch dazu gehört und fand das deutlich besser. Und irgendwann gab es dazu ein Spiel, was mich erstmal nicht so richtig interessiert hat, weil ich gedacht habe, na gut, ob ich das jetzt brauche oder nicht, muss ich mal sehen. Ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, das kann ich schon mal verraten. Und ist halt in einer sehr großen Hülle und auch nicht preisgünstig und mit Miniaturen und sowas macht man ja sonst normalerweise nicht. Und kostet also dementsprechend auch was und habe es deswegen erstmal nicht geholt. Irgendwann war es dann natürlich im Angebot, wie es immer bei mir so ist. Es ist irgendwann im Angebot und so in den Preisregionen, wie ich es mir vorstelle. Und dann habe ich zugeschlagen tatsächlich. Und seitdem lag es aber tatsächlich jetzt bei mir rum. Also es war immer so, ich musste erstmal jemanden finden, weil es ein sehr spezielles Thema ist. Damit kann ich jetzt nicht jeden an den Tisch bringen. Also meine Frau spielt zum Beispiel nicht mit, schon wegen dem Thema. Vielleicht Herr der Ringe? Nee, das würde sie mitspielen. Okay, das wird sie mitspielen. Dann ist es vielleicht ein Kriegssetting? Es ist ein Kriegssetting tatsächlich, ja. Also ein Wargame? Ja, kann man so für sagen. Für zwei Personen. Für zwei Personen. Da haben wir die schon in die Ecke gedrängt, aber da gibt es so viele. Ja, aber es ist kein Undaunted. Nee, ist kein Undaunted. Es ist tatsächlich ein Buch von 1897 und die Verfilmung ist aber von 2005 und die ist von Steven Spielberg. Der Soldat James Ryan. Da wüsste ich jetzt nicht, dass es da ein Brettspiel dazu gibt. Und ich wüsste auch nicht, dass das so früh erschienen ist, vor dem Zweiten Weltkrieg. Nee. Nostradamus hat das geschrieben. jetzt lass ich mal überlegen. Anderer Tom Cruise-Film tatsächlich, aber auch einer der schwächeren, hätte ich jetzt gesagt, mit Tom Cruise in der Hauptrolle zum Beispiel. Da kann der ja nur schwach sein, der Film. Dann habe ich den vielleicht auch gar nicht geguckt, weil ich mag den Schauspieler nicht. mal überlegen. Ist auch nicht realistisch sozusagen. Ist ein Science-Fiction. Ach, Science-Fiction, okay. Ah, ich komm ist jetzt. Minority Report von Spielberg? Ist von ihm tatsächlich, ja, glaube ich. Aber es ist nicht das Spiel. Nee. Aber in dem Sinn. Gab es da nicht auch so hier Last Samurai? Aber nee. Auch mit Tom Cruise. Aber ist das von Steven? Da bin ich mir nicht sicher. Nee. Ach, ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Ja, ja. Dann sage ich es einfach mal, es heißt Krieg der Welten.
Gibt es auch inzwischen eine Serie dazu. Und da gab es damals einen Film, wie gesagt, der mir nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, aber jetzt das Setting an sich fand ich schon interessant, vor allem von dem Buch früher, weil das spielt nämlich wirklich im 19. Jahrhundert in viktorianischen England und da kämpfen die Aliens gegen die Menschen. Und das ist in dem Spiel tatsächlich genauso. Es ist ein reines, wie ich schon gesagt habe, reines Zwei-Personen-Spiel. Ist auch von der Dauer her übrigens kurz, kann man gleich mal sagen. Trotz des der großen Schachtel und des großen Aufbaus braucht man tatsächlich nur 30 bis 60 Minuten. Eigentlich, wenn man es kann, sogar wirklich 30 Minuten. Ist realistisch. Und es ist ein Deckbauspiel, in dem die Aliens gegen die Menschen kämpfen. Und die haben tatsächlich beides komplett unterschiedliche Möglichkeiten. Die Menschen können die Aliens, also diese Dreibeiner, wie die da heißen, die kennt man vielleicht noch aus dem Film, die ja so von oben so ein bisschen und dann diesen Energiestrahl losschießen, die können die immer angreifen. Das geht schon, aber die können jetzt kein UFO, was über den drüber fliegt, das ist zum Beispiel unbesiegbar, genauso wie Gebäude von, wenn die Aliens Gebäude bauen, die können die Menschen zwar angreifen, aber die können sie nicht zerstören. Und das ist auf der anderen Seite anders. Ich kann als Mensch zwar Gebäude bauen, aber das Alien kann das angreifen und vernichten, wenn es möchte und solche Sachen. Also es ist tatsächlich ein einfaches Deckbauspiel. Wir haben am Anfang 10 Karten, von denen wir 5 ziehen. Als Menschenpartei hat man Geld und als Alienpartei hat man Energie. Und damit kann ich mir neue Karten kaufen und hinzufügen. Manche kann ich sogar sofort einsetzen. Wenn ich jetzt ein Gebäude kaufe, kann ich sofort bauen, muss das nicht erst wieder ziehen. Dann ist die Karte aber auch gleich komplett aus dem Spiel. Man muss sich bei dem Spiel auch sehr dran gewöhnen, dass man viele Karten verschrottet, weil sonst ist es ja immer so, dass man eine Karte braucht, um andere Karten wieder loszuwerden. Die ersten 10 Deckkarten, die man hier hat, die Stadtkarten, kann man alle einfach direkt verschrotten, wenn man das möchte. Würde ich aber nicht empfehlen am Anfang. Man sollte ein bisschen warten, aber dann sollte man sie langsam loswerden, um mehr von den anderen zu ziehen. Und so baut man so sein Deck auf, baut Gebäude, die Menschen versuchen, sich mit den Gebäuden ein bisschen zu verteidigen. Sobald ein Gebäude in dem Gebiet steht, wo deine Armee steht, dann können die dich erstmal nur angreifen, wenn sie dieses Gebäude zerstört haben. Das hat aber einen höheren Wert als jetzt, als einen höheren Schildwert als der Mensch. Und solche Sachen. Also da versucht man einfach zu überleben. Denn Ziel des Menschen ist es tatsächlich, den Aliens 30 Schadenspunkte hinzuzufügen. Und das Ziel der Aliens ist davor, also als erstes, alle Menschen vom Spielbrett zu nehmen. Ja. Und so funktioniert das eigentlich. Also es ist eigentlich relativ simples. Das hatte mich ehrlich gesagt überrascht, weil ich habe es so lange im Schrank liegen lassen, weil ich gedacht habe, es ist sehr kompliziert und wahrscheinlich sehr komplex vielleicht. Aber es ist es überhaupt nicht. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, wird es immer einfacher. Und ich habe jetzt auch beide Parteien spielen können und fand es eigentlich sehr eingängig. Wenn man ein bisschen mit Deckbau schon zu tun hatte, ist es nicht so wahnsinnig schwer. Und es ist halt schön, mit diesem großen Spielbrett dann noch diese Einheiten zu verschieben und sowas und ins Spiel zu bringen. Das macht schon Spaß. Also das war einer der Sachen, die lange im Schrank lagen, wo es gar nicht so richtig gerechtfertigt war, weil es dann doch positiv war. Und ich glaube, es gibt nicht so viele so große Zwei-Personen-Spiele, wo man sich so richtig, auch Miniaturen verschiebt und all solche Sachen. Das war schon, ist schon gut gemacht. Also da war ich positiv überrascht und auch von dem Aufbau und von dem Setting her finde ich das interessant. Aber nichts, was ich jetzt mit meiner Frau spielen kann zum Beispiel, sondern eher dann mit anderen Brettspielkollegen, die das nicht so stört, wenn es um Zerstörung geht. Ja, ich hatte das Spiel tatsächlich auch jahrelang bei mir im Regal liegen. Hat es damals in der Spieleschmiede gefördert. Mhm. Und dann immer, wenn ich es mal auf den Tisch bringen wollte, dann habe ich dann auch wie du die Leute dazu nicht gefunden, also die eine Person, die mitspielt. Und irgendwann ist es tatsächlich unbespielt ausgezogen, weil ich da einen Platz brauchte. Ich habe es dann, ich glaube, jemanden von der Redaktion gegeben, um eine Rezension zu schreiben. Aber das hat mir dann auch leid getan, weil mich das Setting auch immer interessiert hat und auch für zwei ich das halt toll finde und auch Deckbauspiel mich anspricht, aber ja, ich hätte es tatsächlich auch für komplexer gehalten. Also ja, ist es zum Glück nicht. Also es sind nicht so wahnsinnig viele Karten. Es gibt direkt eine Erweiterung, ist bei mir dabei, mit die irische See. Das ist einfach nochmal ein Spielbrettanbau, der da jetzt noch mit drankommt und dann kommen auch neue Karten und sowas ins Spiel.
aber es ist jetzt nicht, also beim ersten Mal haben wir natürlich noch viel in der Anleitung nachgeguckt, was was bedeutet, aber spätestens ab der zweiten Runde war eigentlich klar, wie es funktioniert und dann ging es eigentlich nur noch auf die Mütze sozusagen die ganze Zeit. Mhm. Ja. Interessant, also ich kannte dieses Spiel jetzt tatsächlich gar nicht. Ich kenne natürlich das Setting, habe das Buch von H.C. Wells auch schon mal gelesen gehabt. Interessanter Fun Fact ist ja, ich glaube, das wurde nur so bekannt, weil es eigentlich mal ein Radiostück war, ein Radiotheater oder ein Hörspiel, das man dann abgespielt hat. Und die Leute waren dann so in Panik, dass sie dann Polizei angerufen hatten oder die Radiostationen angerufen hatten. Und das hat, glaube ich, auch viel dem Hype um dieses Buch auch war dem zuträglich. Jetzt habe ich mal nochmal nachgeschaut. Es gibt ja ziemlich viele War of the Worlds und ich bin ja offensichtlich heute Abend ein ziemlich schlechter Zuhörer, weil ich deine ganzen Hinweise mit den Jahreszahlen überhört hatte und fange dann an mit Science-Fiction-Kloppern von Steven Spielberg. Welches War of the Worlds ist denn das nochmal genau? Ich habe da aus unterschiedlichen Jahreszahlen was gesehen von 2014 und so weiter und ich glaube eigentlich 2005 ist das von Steven Spielberg. Nee, aber dein Spiel jetzt. Ach, das 2019. Spiel. 2019. Also New Waves. Und ist das eine Neuauflage von anderen? Weißt du das zufällig? Das ist keine Neuauflage. Nee, nein. Das war ein eigenes Spiel. Okay. Ob es die zweite Welle im Deutschen heißt oder die New Wave, weiß ich nicht so genau. Ob das dann einfach ein zweiter Angriff von den Aliens jetzt darstellen soll auf die Erde oder sowas, weil es kann ja sein, aber sonst kann ich mir den Untertitel nicht anders erklären. Okay, also scheinbar haben dann die Spiele nicht zwangsläufig was miteinander zu tun. Okay, weil ich jetzt nur ein paar gesehen habe, die ebenfalls auch Zwei-Personen-Spiele sind. Mhm. Okay, also von 2019. Interessant. Ja, das Cover sagt mir irgendwie ganz entfernt was, aber ich habe das noch nie irgendwo aufgebaut gesehen. Und also Zwei-Personen-Spiele sind bei mir auch immer ein bisschen schwierig. Sowas wie Sky Team kriege ich mit meiner Frau halt auch nochmal gut unter. Aber ich glaube, War of the Worlds ist auch schwierig, ja. Teile ich dein Leid. Und wie war jetzt so dein Eindruck von dem Spiel, Felix? Also wie gesagt, ich bin positiv überrascht auf jeden Fall. Uns hat es beiden Spaß gemacht, auch beide Parteien mal zu spielen. Und dass es eben sich so unterschiedlich spielt, ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Und ich bin ehrlich gesagt am Anfang, wo ich die Regeln gelesen habe, davon ausgegangen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Dadurch, dass Aliens, also die Alien-Partei ja keine Gebäude zerstören kannst und schon das größte, also das UFO nicht angreifen kannst, was am Himmel fliegt. Und ich kann sozusagen als Mensch gar nichts machen. Wenn das mir gegenübersteht, dann vernichtet mich das sofort. Aber es ist tatsächlich so austaktiert, dass es echt funktioniert mit diesen, also ich habe dann tatsächlich auch als Menschenpartei auch mal gewonnen zum Beispiel. Das funktioniert und deswegen war ich sehr überrascht. Also erstens vom Aufbau sowieso schon, das sieht einfach toll aus auf dem Tisch, finde ich. Und dass es dann eben auch noch funktioniert hat, obwohl es sich mal beide, also nicht eins gegen eins, jeder spielt sich gleich, sondern es ist tatsächlich so, dass man komplett umdenken muss, wenn man eben auf der anderen Seite vom Tisch sitzt. Okay. Ja, auch das mit dem Kartenmechanismus hört sich spannend an, dass man halt hier gezielt, also viele Karten wegschmeißen muss. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Das ist, hört sich auch, habe ich jetzt so noch nicht gehört oder gespielt irgendwo. Das heißt nicht, dass es das nicht schon woanders gegeben hat, natürlich, aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und es bringt halt immer einen Mehrwert, wenn du eine Karte verschrottest. Das ist halt der Vorteil, kriegst halt mal nicht zwei Geld, sondern drei Geld, weil du eine Karte verschrottest und manchmal liegt halt genau was da, was eins mehr kostet und dann schmeißt du die Karte lieber weg, als dass du das nicht nehmen kannst. Und woher kriegt man neue Karten? Hat man da einen eigenen Stapel? Jeder hat so eine eigene Auslage aus 5 Karten, die man aufdeckt. Die wird auch immer sofort nachgefüllt, wenn man eins wegnimmt. Aber die Geldwerte sind anfangs sehr begrenzt, also auch die Energiewerte auf der anderen Seite. Du bist eigentlich froh, wenn du mal eine Karte kaufst, die mehr Energie oder mehr Geld bringt oder sowas, um das immer weiter zu steigern und dann auch die großen Sachen kaufen zu können. Ja, sieht spannend an. Also ich hatte da halt auch schon großes Interesse dran. jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass ich irgendwann mal weggegeben habe. Das hört sich sehr, also thematisch hat es mich ja eher gecatcht, aber eben auch von der Spielmechanik hört sich das gut an. Hat jetzt auf Boardgame Geek keine riesige Anzahl von Bewertungen, also aktuell 838. Das zeigt auch, das ist ein sehr spezielles Setting einfach, was halt nicht alle so weit interessiert und hat eine Bewertung von 7,0. Was das ist okay. Okay, ja. Ist, ja. So in der Richtung hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Okay. Ja, aber ich meine, für zwei Personen, dass man hier halt so ein
von der Spielzeit her auch was ganz ordentlich hat. Also, dass es nicht zu lange ist. Genau. Dass man es auch mal an einem Abend vielleicht noch spielen kann, wenn man schon ein bisschen müder ist oder so, wenn man es schon mal öfters gespielt hat, ist natürlich schon gut. Und ich will auf jeden Fall noch die Erweiterung ausprobieren. Das steht auf jeden Fall fest. Ja, ja, cool. Ja, dann glaube ich, dann komme ich mal zu meinem Spiel. Ach, warte noch. Was hast du noch gesagt? Du hast gesagt, das einzige Spiel, was ein komplettes Setting hat von einem Medium. Also es ist tatsächlich auf einem Buch und auf einem Film basiert, aber ich weiß nicht, ob es so richtig jetzt stimmt, wenn er sagt, das ist auf Lovecraft-Büchern. Aber es ist natürlich sehr lose. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es auch in dem, also auch in dem Setting von Ich würde dir auch noch den Punkt geben, ja. Ja, ja. Das eine hat quasi ja die Kleidung an. Genau. Und ja. Ist aber sonst ein eigenständiges Spiel, was jetzt, ich glaube, um die Geschichte kümmert sich da Cthulhu Death May Die nicht so, oder? Also, dass da viel Story ist oder viel erzählt wird. Ich habe nie eines dieser Lovecraft-Bücher gelesen, um das jetzt wirklich beurteilen zu können. Aber also ich weiß, dass es da gewisse Szenarien gibt mit irgendwelchen Kühen, die auch von Aliens irgendwie entführt werden und sowas. Ich glaube, das hat sich dann damals Lovecraft nicht ausgedacht. Ich will es ihm jetzt nicht so unterstellen. Wer weiß, ja. jemand, der sich Cthulhu ausdenkt, also was da alles im Kopf herumschwirrt. Ja, viele ja. Tentakel auf jeden Fall. Ja. Nur gut. Ja, dann verhelfen wir doch jetzt einfach mal zwei etwas unbekannteren Autoren zu mehr Fame, indem wir einfach sagen, wir haben sie mit Rob Davio und Eric M. Lang verglichen. Genau. Ja, bei meinem Spiel, ich hatte ja gesagt, ich meine, ihr werdet da, glaube ich, ganz bestimmt nicht drauf kommen. Ich bin relativ sicher. Also bei meinem Spiel ist genau ein Würfel dabei, der ist blau. Ein schwarzer kleiner Holzwürfel ohne Nummern. Also der blaue Würfel ist ein W6. Dann gibt es ein mini kleines Spielfeld. Ich würde mal schätzen, so 10x10 Zentimeter. Passt so direkt in die Box rein. Dann gibt es noch 4 Pläne, wo man was abstreichen kann. Und ganz vorbildlich 4 Spielübersichten. Und noch 4 kleine Stifte. Das ist alles, was in der Box enthalten ist. Also damit weiß ich jetzt schon, ich habe auf jeden Fall am wenigsten Spielmaterial als ihr. Den Punkt habe ich mal gemacht. Mhm. Warum habe ich das Spiel mal besorgt? Das muss ich in dem Fall jetzt sagen. Ich habe es als Rezensionsspiel mal angefordert. Und dann hat es länger im Regal gelegen. Dann hatte ich es letztes Jahr zur Spiel mitgenommen und habe es dann abends mit Vera einmal ausprobiert, so grob, dann mal kurz gespielt. Und danach lag es jetzt die ganze Zeit wieder im Regal. Und letztens habe ich es mit meinem Sohnemann gespielt, der ist 7 Jahre alt. Und da haben wir es dann direkt mehrmals hintereinander gespielt. Und es hat riesig Spaß gemacht. Und da dachte ich, perfekt, also das muss ich unbedingt mal vorstellen. Weil wer nämlich auf der Suche nach einem kleinen Spiel ist, was man zu 2 bis 4 Personen spielen kann, was sich gut zum Beispiel für den vor uns liegenden Sommerurlaub eignet, von der Größe her, weil die Box könnte man auch zu Hause lassen und nur Spielmaterial mitnehmen, da hat man noch weniger Platz geklaut im Gepäck. Und dafür ist das Spiel super geeignet. Ich kann euch auch die Autoren sagen und ich glaube, ihr kommt dann immer noch nicht drauf. Oder hat jemand jetzt eine Idee? Nicht wirklich. Also ich gehe von irgendeinem Flip oder Roll and Ride aus. Oder in dem Fall, wenn du schon sagst, ein Würfel. Aber da gibt es so viele wie Sand an Meer. Ich habe noch keine Idee. Also Flip and Ride ist vielleicht doch ist schwierig, weil dafür sind zu wenig Karten dabei auf jeden Fall. Aber im allerersten Moment habe ich tatsächlich an ein Spiel gedacht, aber dann kam dein das mit dem Abstreichen auf einem Block, da ist das leider gleich wieder rausgefallen. Ja. Ja, die Autoren sind Tim Rogasch und Ronald Hild. Gestaltet ist das Spiel von Arnold Reise und das ist eher so ein, ist bei Funbot erschienen. Es handelt sich um Drebo. Ah, das habe ich tatsächlich auch gespielt. Das hast du auch gespielt, ja. Ja. Ja, das ist ein kleines, da steht drauf, das taktische Würfel-Kipp-Spiel. Und das trifft es ganz gut, weil ich finde, das Spiel macht etwas eben besonders, weil dieser Würfel, den ich genannt hatte, diesen blauen Würfel, den bewegen wir immer über das Spielfeld quasi. Wir starten in der Mitte, dann gibt es nach rechts 2 Felder, nach links 2 Felder, also es ist ein 5x5 Raster, wo wir uns hier bewegen. Da sind 4 verschiedene Farben drauf, orange, rot, blau und lila. Und
wenn wir jetzt den Würfel in eine Richtung drehen, dann dürfen wir den immer nur über die Kante kippen. Also wenn jetzt oben eine 1 steht, dann kippen wir den Würfel und haben dann eine 5. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel machen und dann eben über die auf ein rotes Feld kippen, dann hätten wir in dem Moment eine rote 5. Und alle Personen am Tisch, die mitspielen, die können das dann bei sich auf ihrem Block abkreuzen, die rote 5. Die Sache ist die, jeder hat einen unterschiedlichen Block, nicht jeder hat die gleichen Zahlen- und Farbenkombinationen und manchmal auch Zahlen doppelt in einer Farbe. Das heißt also, man kann schon gucken, dass man vielleicht einen Würfel so dreht, dass ein anderer nicht davon partizipieren kann. Was passiert, wenn sowas vorkommt? Dann gibt es noch Aktionen, die man zusätzlich machen kann, um den Würfel zu modifizieren, eben den Wert um 1 zu erhöhen oder zu erniedrigen. Das kann man zweimal machen. Und damit kann man sich vielleicht in so einer Situation noch mal aus der Patsche helfen. Ziel ist es eben hier, das Ziel zu erreichen, entweder eine Fünferreihe abzukreuzen, also dass man horizontal oder vertikal eine Fünferreihe hat, eine komplette, das nennt man dann ein Drehbo. Dann, wenn man ein zweites Mal sowas schafft, dann hat man ein Super-Drehbo und am Ende hat man den, ich glaube, Ultra-Drehbo oder sowas nennt man das. Und das soll man dann auch mal sagen, so quasi wie bei Uno letzte Karte, immer mehr mit Enthusiasmus. Alternativ zu den Zeilen gibt es auch die Option, dass man zum Beispiel alle Symbole einer Farbe abgekreuzt hat. Auch das ist ein Drehbo. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was man hier macht. Und dieses taktische, den Würfel kippen und eben über die Längsseite, das ist halt ein ganz einfacher Mechanismus, den ich so nirgendwo bisher gesehen habe. Eine Funktion hat noch dieser schwarze Holzwürfel, der keine Zahlen drauf hat. Der wird nämlich immer auf das letzte Feld gelegt, wo der Würfel vorher lag. Das ist nämlich wichtig, weil man darf den nicht einfach zurückdrehen, ne? Und dann gibt es noch zwei Aktionen, wo man die Bewegung des Würfels ändern kann, dass man das, ich glaube, einmal auf ein beliebiges drehen darf und einmal darf man dann eben nicht waagerecht oder horizontal bewegen, sondern eben doch horizontal dann auch noch bewegen. Vertikal darf man den Würfel dann bewegen, statt eben horizontal und vertikal, genau. Ja, und das ist ein ganz simples Spielprinzip, das funktioniert schnell. Wie gesagt, ich kann es auch mit meinen Kindern spielen und trotzdem ist es halt nicht glückslastig, weil man ja schon das immer abwechselnd ist man in der Reihe und kann ja schon beeinflussen, in welche Richtung der Würfel geht und kann eben dann gezielt eben zum Beispiel auf die Farben gehen oder auf die Reihen, wenn man sieht, okay, den einen brauche ich noch, dann versuche ich dann jetzt im übernächsten Zug vielleicht dahin zu kommen oder so. Also es macht Spaß, ist schnell erklärt und ja, auch bis zu 4 Personen spielbar. Ja, also muss ich auch sagen, hat mich da, also ist auch in meiner Sammlung tatsächlich geblieben, weil es so schön ist und weil ich auch zum Beispiel mit meinen Eltern gut spielen kann. Die sind ja welche, die gerne Spiele mit wenigen Regeln und trotzdem und kurz sein sollen. Das ist so immer die Vorgabe, die ich bekomme. Und da passt das einfach super rein. Also es ist wahnsinnig leicht erklärt und jeder kann das locker mitspielen. Also ich habe da keine Probleme bisher gehabt vom Schwierigkeitsgrad her. Und ich fand das immer, also ich finde das immer noch ein sehr schönes Spiel für abends, auch wenn man jetzt eine lange Spielrunde hat, so noch zum Abschluss, um nochmal runterzukommen, ist das echt super geeignet. Also da kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Hätte ich gar nicht gedacht, wo ich das geholt habe. Habe ich auf einer Messe mitgenommen, ohne es vorher mal gespielt zu haben. Das mache ich eigentlich immer nicht so gerne, aber es sah halt interessant aus. Und tatsächlich ist es einer der Würfelspiele, die nicht glücksabhängig sind. Das muss man ehrlich sagen. Das ist schon ein großer Vorteil. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, dass es noch eine Rückseite gibt auf dem Spielbrett. Das ist ja, da geht nochmal einiges mehr sozusagen. Das ist jetzt meinen Eltern zum Beispiel schon wieder zu viel gewesen. Aber die Seite spielen wir zum Beispiel auch gerne. Stimmt, hatte ich in der Anleitung gelesen. Nur da ich jetzt, wie gesagt, mit meinem Sohnemann gespielt habe, habe ich natürlich die Vorderseite genommen. Da gibt es halt nochmal, ja, da kann man nochmal taktischer spielen, glaube ich. Genau. So, wie ich den Eindruck habe, dass man den Würfel in eine Richtung bewegt, wo dann sehr viel von einer Farbe zum Beispiel kommt. Würfel dann eben zufällig da mal gewürfelt wird in den Ecken, wenn man da landen sollte und dass die Mitte halt nicht mehr zugänglich ist und dass man auch noch Pfeile hat, die dann den Würfel eben zwangsweise in eine Richtung nötigen. Also das kann man gut gegen die Gegner nutzen sozusagen, um die ein bisschen in die Falle zu locken. Ja,
Ne? Also das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht ausprobiert. Du hast das schon gespielt, Phoenix? Ja. Okay. Und findest das dann auch gut? Findest du dann die Rückseite besser jetzt als Vielspieler? Also als Vielspieler wahrscheinlich, wenn man jetzt, aber ich spiele die andere Seite auch gerne. Also wie gesagt, also da würde ich jetzt keinen qualitativen Unterschied sehen. Also da kommt es natürlich auch drauf an, wer mit am Tisch sitzt, aber allen machen eigentlich beide Seiten Spaß, die ich bisher mit denen ich es bisher gespielt habe. Ja. Okay. Ja, die deutsche Version da, oder das ist, glaube ich, auch von Funbot selber das Spiel. Also das ist da erschienen, in der Spieleoffensive zu kaufen. Und ich denke mal auch so im regulären Handel, weil Funbot wird hier überall auch angeboten. Ist so ein bisschen untergegangen, glaube ich. Also es ist jetzt kein Spiel, was viel Aufmerksamkeit erzeugen konnte. Und das finde ich immer so ein bisschen zu Unrecht, weil bevor ich mich jetzt jemanden nötigen würde, irgendwie Kniffel zu spielen, da würde ich dir eher vorschlagen, komm, lass uns doch mal eine Runde Drepo spielen. Und da hat man nämlich ein bisschen mehr noch zu denken, ist weniger glücksabhängig. Genau. Ja, also ich finde spannend, wie man so kleine, einfache Spiele designen kann und man ist trotzdem noch irgendwie innovativ dabei und macht etwas, was ich, jetzt muss ich von mir sprechen, was man einfach noch nicht selber irgendwo gesehen hat. Ne? Also das, ich finde das super spannend. Ich habe ja vorhin so ein bisschen gemutmacht, Flip and Ride und Roll and Ride, also beides würde ja nicht zutreffen oder gleichzeitig zutreffen, ist es mir so ein Kip and Ride. Ja, genau. Ich glaube, ich habe jetzt parallel einfach mal so ein bisschen Bilder davon angeschaut, als du das erklärt hast. Und ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Also ich könnte es jetzt einfach so mitspielen. Ich kenne die Regeln mittlerweile. Ich würde es auch sicherlich irgendwo mal mitspielen, wenn das jemand dabei hat. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob das in meine Sammlung muss. Aber ich finde es spannend. Es ist, ja. Brettspiele sind noch nicht zu Ende designt. Nein, und das ist so eine ganz einfache Idee. Ich kippe den Würfel in eine Richtung und die Seite, die dann eben kommt, ist die neue Zahl. Das ist der Wert jetzt von der. Und das kann man ja vorausschauen, weil man den Würfel von allen Seiten sich angucken kann. Das finde ich schon, also es ist schon gut. Man muss halt bei dem Spiel immer sehr gut drauf achten, dass der Würfel auch wirklich exakt so gelegt wird, wie er da liegt und nicht irgendwie seitlich oder so, dass das dann uneindeutig ist. Was ich auch vorbildlich finde, ist eben, dass da vier Übersichten beiliegen. Also ich habe schon deutlich komplexere Spiele gesehen, wo jetzt letztens, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das war, wo dann die ganzen Symbole nur in der Anleitung irgendwo drin wieder waren. Und hier so ein kleines Spiel hat sich halt den Luxus gegönnt, dass man da vier kleine Zettelchen hat. Und da steht eigentlich auch, das reicht schon eigentlich auch, um das Spiel mehr oder weniger zu spielen, wenn man die Grundmechanismus kennt. Und da ist auch schon auf diesem doppelseitig bedruckten Blatt auch die Expertenseite oder für erfahrene Spielende auch direkt erklärt. Also da hört man alles, was man braucht im Überblick. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist sicherlich jetzt kein Kandidat für Spiel des Jahres oder sowas, aber es ist ein Spiel, was man tendenziell öfters mal auf den Tisch kriegt als viele größere Klopper, wie wir ja hier mit unserem Pile of Shame Monat für Monat beweisen. Wir bräuchten eigentlich dann wieder ein zweites Format, Pile of Shame Folge der Pile of Shame Spiele, ja, die es irgendwann vielleicht oder vielleicht auch nicht nochmal auf den Tisch geschafft haben. Ja. Ich kann zum Beispiel vermelden, Deep Rock, zweimal dann nach dem Pile of Shame Podcast wieder gespielt, jetzt nämlich am Wochenende. Wir hatten ja Brettspiel-News-Wochenende und da habe ich das mit Thomas und Jesper zusammen gespielt und wir haben richtig Spaß dran gehabt. Rock and Stone! Ja. Der Jesper lag die ganze Zeit gefühlt die halbe Partie am Boden und ich habe versucht, die halbe Partie zu ihm zu kommen, musste mich dadurch Monsterhorden metzeln, damit ich ihnen aufhelfen konnte. Das war schon lustig. Und er hat immer nur uns in den Untergang getrieben. Sehr schön. Eine herrliche Partie. Also das Spiel kann ich immer noch sehr empfehlen. Auch jetzt nach der dritten Partie. Ein ganz tolles Spiel. Da lohnt es sich. Ja, ich habe mir jetzt noch vorhin, das hatte ich ganz vergessen, hier bei deinem Spiel, Tobi, bei Cthulhu Death May Die ist mir noch ein kleiner Fun-Fact aufgefallen. Wer nämlich da die Boardgame-Geek-Seite mal besucht, wird da sehen, dass in der Grafik, die im Hintergrund so eingeblendet ist, die Katze zu sehen ist. Also für alle Katzenliebhaber, ich weiß nicht, ob die das mit Absicht gemacht haben, um das Spiel unterbewusst beliebter zu machen, weil Katzen gehen ja immer.
Das ist quasi zwischen den Spielboxen, guckt einen da eine Katze an. Das ist mir gerade zufällig aufgefallen. Aber die guckt auch schon grimmig, als wäre sie irgendwie von Cthulhu besessen. Ja, es könnte sein, dass sie gleich die Zunge mit Tentakeln ausspuckt oder so. Ja, cool. Ja, also da haben wir heute ja eine Runde mit Spielen, die allesamt jeweils gut angekommen sind. Ja. Und breit gefächert. Ja, alles dabei. Ich hatte jetzt schon die Befürchtung, beim letzten Mal hatten ja andere kleinere Spielchen dabei. Da dachte ich, oh je, wenn jetzt alle nur ein kleines Spiel dabei haben, dann wird es eine kurze Runde. Aber ihr hattet ja etwas umfangreichere Spiel dabei. Ja, cool. Ja, hat Spaß gemacht. Ihr seht also, ne, alle, die jetzt hier noch zuhören, die so lange dran geblieben sind, es lohnt sich, seine Pile of Shame-Spiele definitiv mal auszupacken. Und auch wenn ihr denkt, es ist zu komplex oder so und dann keine Lust habt, die Regeln zu lernen, geht mir auch oft so, einfach mal anfangen und dann findet man vielleicht raus, ist ja doch gar nicht so kompliziert. Genau. Genau, ja, genau, das kann ich unterstreichen, während ich neben einem großen Paket von zukünftigen Pile of Shame Spielen sitze. Die müssen erst noch in den Weinkeller ein bisschen gelagert werden. Genau, die müssen noch reifen. Ja, ja. Also, dass ich Cthulhu Death May Die auch noch rausgezogen habe, von ganz oben am Pile of Shame, das ist doch grenzwertig. Es hätte vielleicht noch ein paar Monate liegen dürfen, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Nein, nein, also ich meine, das ist jetzt ja trotzdem schon ein Jahr oder so, ne? Naja, Black Friday, ungefähr ein halbes Jahr. Ja, okay. Ja, aber das Spiel. Da müssten wir eigentlich eine Grenze definieren. Ab wann dürfen wir was vom Pile of Shame runterziehen? Das stimmt. Ja, ich hatte auch jetzt noch tatsächlich ein Spiel am Wochenende gespielt, was auch ganz lange auf meinem Pile of Shame lag und ich es dann aber auch wegen fehlender Gruppe irgendwann weggegeben habe, nämlich Root. Und jetzt habe ich es am Wochenende, Brettspiel-News Wochenende endlich gespielt, auch mit Philipp, der war auch mit dabei. Und ja, ein super geiles Spiel. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gespielt? Root? Ich habe es auch hier. Nee, ich habe es noch nicht gespielt. Ja, und wer auf unseren Brettspiel-News-Discord-Server kommt, weiß, da gibt es auch eine sehr aktive Community, wo Philipp mit dabei ist. Genau. Also Hut ab, dass du dich das getraut hast. Ich habe sogar gewonnen. Die waren auch super. Nett zu mir. Also die haben mich jetzt nicht, die hätten mich direkt am Anfang aufs Spiel nehmen können. Und das haben sie aber nicht gemacht. Also der Philipp, der ist ja so erfahren, der sagte, ich hätte jetzt ganz am Anfang in die Ecke bei dir gehen können, deine Sachen kaputt bauen und hauen und dann wärst du nicht mehr ins Spiel gekommen. Aber das hat er nicht gemacht. Ja. Ja. Und das war richtig klasse. Der Christian hatte ein Fanvolk dabei, also so ein von Fan erstelltes. Der hatte sich dann, ausgelaserte Holzniepel, die er selbst gemacht hatte, bedruckt waren die, also Wahnsinn. Er hatte total das super Spielmaterial dabei. Das hat dann nochmal doppelt Spaß gemacht. Das, ja. Ja, Root finde ich auch toll, aber es ist so unfassbar schwierig, das Neulingen zu erklären. Das werde ich nie mehr machen. Ich habe danach so einen rauen Hals gehabt. Ja, also nur mit Leuten, die es zumindest mal online gespielt haben. Und das, also da gibt es eine sehr, sehr gute App-Umsetzung. Also wer da mal reinschnuppern will für günstig Geld, das kann ich durchaus empfehlen. Ja, kann ich auch empfehlen. Habe ich nach dem Wochenende mir direkt gekauft und auch mal direkt nochmal zwei Partien gespielt, auf die Nase gekriegt und seitdem jetzt liegen gelassen. Ja, man verarbeitet ja auch digital immer einen Pile of Shame. Auf jeden Fall, also Felix, kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal eine Runde hast von erfahrenen Spielern, die das Spiel schon gespielt haben, und die dann, ich denke mal, wenn einer neu dazu kommt, dann geht das mit dem Erklären auch. Das haben sie zumindest bei mir gesagt, das geht dann, weil die mussten mir nur mein Volk im Prinzip erklären und dann die Grundregeln, was man machen konnte und dann einfach mal losgespielt. Das ist eine super Erfahrung, definitiv. Ja, klingt sehr interessant, fand ich auch schon immer das Cover sehr ansprechend. Ja. Und also das habe ich so auch noch nicht, so ein Spiel habe ich auch noch nie gespielt. Also so, wo jedes Volk so komplett unterschiedlich ist und sich komplett anders spielen. Eigentlich jeder hat eigene Regeln und dass man die alle zusammenwürfeln kann, dann gibt's so ein Chaos. Und dann guckt man einfach mal, wer gewinnt am Ende. Also schon toll. Aber da ich das Spiel hier nicht mehr habe, konnte ich das jetzt nicht nehmen. Sonst hätte ich das genommen. Honorable Mentions. Genau. Ja, gut. Dann danke ich euch für eure Zeit und dass ihr euch hier die Mühe gemacht habt, auch mal wieder euren Pile of Shame anzupacken. Sehr gerne. Das ist die einzige Motivation, den Stapel runterzuspielen. Ja, wir gamifizieren das Spielen als solches, genau. Als Metaspiel. Genau.
Ja, und ne, Shoutout an alle da draußen, die bis jetzt zugehört haben. Falls ihr auch Spiele auf eurem Pile of Shame habt, spielt die doch mal runter und dann lasst es uns in unserem Discord-Server wissen. Da gibt es auch zum Beispiel eine Rubrik zuletzt gespielt. Immer wieder, wenn ich mal dran denke und am Tisch sitze und spiele, dann haue ich da auch mal Fotos rein von Spielen, die ich gerade ausprobiere und auch einige andere aus der Redaktion und vor allen Dingen auch aus unserer Community sind da immer wieder viele spannende Spiele, die man da sieht, die man manchmal noch gar nicht gesehen hat, nicht gehört hat. Auch. Also es lohnt sich, unseren Discord-Server zu besuchen. Und falls ihr jetzt noch ein paar Sekunden Zeit habt, dann nehmt euch doch vielleicht diese Zeit und bewertet uns, wo auch immer ihr uns hört, mit einer kleinen positiven Bewertung. Das hilft uns, unsere Reichweite zu erweitern und dann können noch mehr Leute hier unsere Pile of Shame folgen und unsere vielen anderen Formate hören. Dann habt jetzt eine gute Zeit. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.